traue dem Stuhl noch nicht so ganz. Ja, aber weißt du, die Sturzhöhe ist jetzt nicht dramatisch. Ne? Also das richtig, aber wir sind Kuhfladen. Also man muss schon sagen, biegt sich bei mir die Strebe ja auch so ein bisschen oder ist die relativ gerade? Das ist jetzt diskriminierend. Das brauchst du nicht. Übrigens, es läuft schon. Ich weiß, deswegen habe ich gefragt. Der Stuhl ist nicht zusammengebrochen und wir haben auch keine Schlagzeile erzwungen, zwei Männer auf Stühlen mitten auf einer Wiese im Allgäu erfroren. Schön, dass du dabei bist und willkommen bei der 12. Episode des Vitamin Berge Podcast. Heute habe ich Carsten Just zu Gast. Eine Stunde lang rede ich mit ihm über seine Weitwanderung auf dem Appalachian Trail und dem Pacific Crest Trail, warum die Pfalz richtig cool ist und wie er Gewicht spart, ohne die Zahnbürste absägen zu müssen. Die Shownotes findest du unter vitaminberge.de/012. Viel Spaß! Heute bei gefühlten 15 Grad, also es sind weniger. Ich bin aber angezogen gewesen wie 15 Grad, genau. Wir sitzen hier auf einer Wiese, hoffen, dass der Trecker mit dem Mistwagen, also mit dem Gülle, nicht jetzt so schnell vorbeikommt, dass wir es vorher noch schaffen. Genau. Wir sitzen hier auf der Wiese bei Rettenberg oder besser gesagt Freidorf, ne? Ja, streng genommen unter Meiselstein. Unter Meiselstein mit Blick zum Gründen und neben mir ist jemand, den kennt ihr vielleicht schon mal so ein bisschen, weil der war nämlich auch schon mal in einer ganz kurzen Folge, nämlich auf der Outdoor Friedrichshafen bei mir. Hallo Carsten. Hallo Robert. Ja, wir hatten schon mal ein Interview vor einem Zelt in einer Halle, nämlich in Friedrichshafen gemacht, wo du ein bisschen was über das Outdoor Blogger Network, also OBN, erzählt hast. Und da bin ich eigentlich erst so ein bisschen richtig auf dich aufmerksam geworden und habe dann mit tiefem Erstaunen, mit tiefem Respekt festgestellt, gesehen, gelesen, dass du ja schon den Appalachian Trail und den Pacific Crest Trail gewandert bist. Und das ist ja jetzt mal nicht ohne. Und deswegen habe ich gesagt, wir hören uns definitiv wieder. Heute ist es jetzt November, Ende November. Ich weiß jetzt nicht, wann die Folge rauskommt. Wahrscheinlich Mitte Dezember. Ist es dann soweit, ich habe dich dabei und kann dich ausfragen. Bevor wir damit aber anfangen, erstmal kurz, was machst du denn, wenn du nicht gerade mit mir hier auf einer Wiese sitzt? Ja, ich mache so dies und das. Also mein Hauptgeschäft ist, dass ich meiner Frau in ihrer Firma helfe. Meine Frau hat eine Firma, in der wir Kindern zwischen 11 und 16 in den Ferien Englisch beibringen und das in einem Outdoor-Setting oder das auf eine erlebnispädagogische Art und Weise. Das heißt, wir nehmen als Klassenraum die freie Natur und veranstalten da ganz viele tolle Aktivitäten, wie zum Beispiel Felsklettern, Hochseilgarten, aber auch Wanderungen mal auf eine Hütte hoch. Und das wird alles auf Englisch gemacht, und zwar ohne sich hinter einen Tisch zu setzen und wie in der Schule Sachen aufzuschreiben und was zu lernen, sondern alles immer während der Aktivität. Und wir versuchen das alles immer spannend zu machen. Also die Kinder sehen dann immer sofort, warum sie halt das Englisch brauchen. Gell? Also ist ganz klar, wenn ich auf Englisch klettern gehe, muss ich halt auch wissen, wie diese ganzen Sachen auf Englisch heißen. Und wenn ich irgendwie auf eine Alpenvereinshütte hochwandere, muss ich halt auch irgendjemand mal auf Englisch mit einer Karte auseinandersetzen. Einer muss sich halt auf Englisch Gedanken machen, was man an Equipment so mitnimmt. Und das ist so das, womit wir als kleine Familie, ich bin verheiratet, habe zwei Kinder, Svea mit 4,5, der Jonah mit 3, womit wir so unser Geld verdienen. Und zusätzlich habe ich natürlich schon so ein bisschen mein Hobby hergenommen, um anderen Leuten zu zeigen, wie man jetzt so Weitwandertouren laufen kann. Also ich biete in der Pfalz Wochenendkurse an, wo ich ganz viel Testausrüstung mitbringe und einfach Leuten, die sich auf so Touren vorbereiten, die Möglichkeit gebe, einfach mal zu schauen, wie funktioniert es mit einer speziellen Ausrüstung, die optimiert ist für solche Weitwanderungen. Weil er halt doch ein bisschen was anders läuft als im normalen Trekkingbereich. Wir kommen später dann noch zu dem Thema, aber warum machst du das in der Pfalz? Ist es, weil die Pfalz den größten, oder der Pfälzer Wald, die größte zusammenhängende Wald Deutschlands ist, oder
Also das wäre natürlich schön, wenn ich aus diesem Grund dort hingekommen wäre. Nee, die Pfalz ist wirklich sensationell und da kann man ganz, ganz tolle Sachen machen. Nee, der Hauptgrund ist, dass Wildzelten in Deutschland verboten ist. Mhm. Und mein Ansatz war es bei den Kursen immer, sag ich mal, eine Atmosphäre zu schaffen, die so dem Leben auf dem Trail so ein bisschen entspricht. Und es ist natürlich schlecht, wenn ich mit 8 Leuten irgendwo wild zelte, zum Beispiel hier im Allgäu, und dann irgendwie nachts um 2 der Förster dasteht und einen riesen Stress macht, die Polizei oder das Ordnungsamt kommt oder der Bauer kommt und uns vom Feld jagt. Auf der anderen Seite ist auch immer so von der Logistik das Problem, wenn ich halt irgendwie morgens mein Geschäft verrichten muss, gehe ich halt mit dem Schäufelchen irgendwo in den Wald und das ist dann weg. Wenn ich dann aber irgendwie 8 Leute dabei habe, dann ist da einfach die Belastung... Ein größerer Haufen. Die Belastung für die Umwelt ist einfach größer und das ist dann schwer zu stemmen. Also Hauptpunkt, warum ich in die Pfalz bin, war, dass das Wildzelten an sich illegal ist in Deutschland. Darf man nicht. Die Pfalz war jetzt so schlau, oder sag ich mal, die Tourismusregion Südliche Weinstraße, die haben gesagt, hey, da scheint ein Bedarf zu sein. Es wollen anscheinend Leute im Wald zelten und die wollen das irgendwie auch ganz gern legal machen. Oder wir wollen da sicherstellen, dass das legal gemacht wird. Und die haben dann sogenannte Trekking-Zeltplätze aus dem Boden gestampft. Da gibt es, glaube ich, jetzt 8 oder 9 oder vielleicht sogar 10 schon. Und das sind einfach Zeltplätze, die man bezahlen muss, wenn man da schlafen möchte. Das bucht man online. Und wenn man das online gebucht hat, dann bekommt man die GPS-Koordinaten und genaue Wegbeschreibungen, wie man da hinkommt, weil die nicht einfach zu finden sind. Ah, cool. Gibt es einen Link oder eine Webseite, wo man das anmelden kann? Ja, das heißt, musst du mal googeln, Trekking Südliche Weinstraße. Okay. Findest du das. Nee, und es ist wirklich so, also die Wegbeschreibung, die kann dann zum Beispiel so sein, du läufst den Wanderweg 25 runter, wenn du nach 500 Metern einen abgesägten Baum auf der rechten Seite siehst, geh bitte da 50 Meter durchs Unterholz und dann wirst du an den Platz rauskommen. Und genau so ist es. Also, klingt ja wirklich nach Abenteuer. Ja, oder du hast halt GPS in der Hand und folgst den GPS-Koordinaten. Und die Plätze sind dann halt einfach so ausgestattet, da sind 6 Plätze für Zelte. Du kannst also 6 Zelte aufstellen. Es ist sogar eine Feuerstelle da. Du darfst, das ist total grandios, du darfst, wenn keine Waldbrandgefahr herrscht, dort auch Feuer machen, in einem deutschen Wald. Das ist total unglaublich. Wahnsinn. Da würde dir normalerweise jeder Förster mal eine Kugel verpassen. Und es ist auch ein kleines Klohäuschen da. Und von daher ist das genauso die Logistik, die eigentlich ganz gut ist, wenn man halt in der Gruppe unterwegs ist, um, sag ich mal, wildnismäßig zelten zu können, aber trotzdem noch ein bisschen Backup zu haben, gerade was Feuer und was WC angeht. Und euer kleines Unternehmen ich wusste es vorher gar nicht. Ich hatte es gesehen, als ich dann die Adresse bei Google Maps eingegeben hatte. Ist ja schon cool, aber bietet ihr das nur für Klassen oder Jugendliche an? Oder gibt es das auch quasi so als Sprachurlaub für größere Outdoor-Leute? Nee, für Erwachsene bieten wir nichts an. Wir bieten es letzten Endes für Einzelbucher, also für Kinder zwischen 11 und 16, die halt zum Beispiel in Schulferien kommen wollen. Also, oder wenn Eltern halt sagen, mein Kind kann zwar ganz gut Englisch, aber hat irgendwie den Zugang zur Sprache noch nicht so richtig gefunden, dann können die einfach ihr Kind in die Ferien schicken. Wir bieten es aber auch als Landschulheimwochen für Schulen an. Also wenn einfach eine Schule mal sagt, oh, wir würden gerne mal was anderes machen, als einfach nur in die Jugendherberge zu fahren und ein bisschen Programm irgendwie zu kreieren. Wir würden das gerne irgendwie anders machen und vielleicht auch noch einen Lerneffekt dabei haben, vielleicht wenn es um Englisch geht, dann können die uns auch buchen und dann machen wir das auch außerhalb der Ferien. Schade. Weil ja. Mein Englisch ist beschissen, aber das wäre jetzt eine Motivation. Jetzt könnte ich mal mit meiner Mutter reden, ob sie mich mal von der Schule befreit quasi. Aber ich hätte da was für dich. Ja, also ich kann dir sagen, wie mein Englisch so gut geworden ist, dass meine Frau letzten Endes auch erlaubt hat, dass ich in dieser Firma mitarbeiten darf. Ach so. Du müsstest nur dir so 5 bis 6 Monate Zeit nehmen und okay. In die Staaten fliegen und da einen dieser Trails laufen. Womit wir schon beim nächsten Thema wären. Habe ich gut gemacht, gell? Hammer Übergang, also das war der beste ever. Vor kurzem habe ich auch das Buch von der Christina Türmer, Spitzname oder Hickername, wie nennen wir das? Trail Name, German Tourist. Ja. Gelesen, Laufen, Essen, Schlafen. Absolut empfehlenswertes Buch. Also bei mir hat es, ich glaube, 2 Abende gereicht, dann war es durch. Also es liest sich wirklich, wirklich wie warme Semmeln quasi. Ne? Und du bist auch schon den Appalachian Trail und
den Pacific Crest Trail. Jetzt muss man dazu sagen, also Pacific Crest Trail, der geht von der mexikanischen Grenze bis zur kanadischen Grenze, einmal quer hoch nach durch die Staaten. Ja. Die meiste Zeit, glaube ich, in Kalifornien. Meiste Zeit Kalifornien, dann kommt noch Oregon und Washington. Ja. Und der war 4.200? 4.240, genau. Also da gibt es auch hin und wieder mal, dass der Trail ein bisschen verlegt wird, weil vielleicht ein Waldbrand da war oder weil sie irgendeinen Bereich mal schützen wollen. Aber normalerweise so, ja, 4.200 Abyss. Wie bist du denn zu diesen, also es ist ja schon eine riesige Distanz. Das Höchste, was ich mal gelaufen bin, waren jetzt 100 Kilometer. Im Gegensatz zu 4.200 ist das schon, ja, eine kleine Differenz. Wie bist aber du die 100 bist du am Stück gelaufen, oder? Ja. Siehst du, ich bin die 4240 nicht an einem Tag gelaufen. Ach ne, dann. Okay. Wie bist du denn zu diesem Waldwandern gekommen? Ja, ich kann da ein bisschen ausholen. Ich bin letzten Endes mit 6 Jahren bei den Pfadfindern eingetreten und die Pfadfinder waren eigentlich so meine Tür so in dieses Outdoor-Leben oder in diese Trekking-Welt, weil wir da, also jedenfalls bei dem Pfadfinderstamm, wo ich war, relativ früh schon Auslandsfahrten gemacht haben. Ich habe meine erste Auslandsfahrt mit 12 nach Norwegen gemacht, wo wir dann mit Rucksack und Zelt und allem rumgelaufen sind, mit beschissenster Ausrüstung ever. Und dann habe mein Vater viele Auslandstrekking-Touren gemacht. Hatte dann, als ich dann ins Berufs- oder Studien- und Berufsleben übergegangen bin, eine Zeit lang gar nichts mehr gemacht. Und habe dann 2003 das Trekking wieder aufgenommen und bin den West Coast Trail auf Vancouver Island in Kanada gelaufen. 75 Kilometer, 5 Tage. Rucksack, Startgewicht 28 Kilo. Okay. Und mit einer Unterhose für jeden Tag, mit 2 Ersatzhosen und solchen Geschichten. Und habe mich da ziemlich durchgequält mit ein paar Kumpels. Und obwohl das eine Plackerei war, vom ersten bis zum letzten Tag, ist doch eins hängen geblieben, dass die nordamerikanische Wildnis und in dem Fall Kanada einfach was ziemlich Sensationelles ist, was wir einfach hier in Europa so nicht haben. Dass ich dann gesagt habe, auf kurz oder lang möchte ich sowas einfach nochmal machen, nur länger. Und dann bin ich einfach ganz plump über ein Buch gestolpert, das nennt sich Frühstück mit Bären von Bill Bryson. Der Bill Bryson ist ein Schriftsteller, der war zu dem Zeitpunkt, weiß nicht, paar 50, gleich übergewichtig, Bart und Brille. Und also nicht, dass ich jetzt irgendjemanden diskriminieren wollte, aber jedenfalls habe ich dieses Buch gelesen und habe mir gedacht, naja, wenn der das schafft, einen Großteil von diesem Weg zu laufen, dann müsste ich das doch als wilder Hund mal locker hinkriegen. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das Buch gelesen hatte, war ich irgendwie, da war ich 28 und habe dann entschlossen, mit 29 den AT zu laufen und habe das dann auch gemacht. Und das war ein ziemlich sensationelles Ereignis für mich in meinem Leben auch und ich habe da ganz viel gelernt bei und habe eigentlich während dem AT dann schon gewusst, dass ich sowas nochmal machen muss. Und wenn man auf so einem Weitwanderweg unterwegs ist, dann sind es immer Leute, die das alle cool finden, die um einen rum sind. Und dann unterhält man sich auch so, was könnte man da als nächstes machen oder was gibt es da noch? Und der Pacific Crest Trail ist halt einfach ein Trail, der zumindest in den USA jedem irgendwie im Kopf hängt, der ein bisschen Spaß am Weitwandern hat. Was ist der Unterschied zwischen dem AT und dem PCT? Der AT wird immer so ein bisschen der grüne Tunnel genannt, der verläuft an der Ostküste, also auch im Landesinneren, also jetzt nicht an der Küste direkt, aber im Osten der USA von Georgia nach Maine und verläuft wirklich hauptsächlich durch Waldgebiete. Und deswegen heißt er ein bisschen der grüne Tunnel. Das kann sein, dass man eine Woche aus dem Wald nicht rauskommt. Das kann auch sein, dass man in der Woche über 4 Gipfel läuft, ne? Und hat trotzdem keine Aussicht gehabt, weil die Gipfel dann halt immer noch bewaldet sind. Und wenn du dann ein bisschen nach deutschem Mittelgebirge. Genau, also wenn du wahrscheinlich, wenn du den Pfälzer Wald wahrscheinlich einfach von der Größe mal 5 nehmen würdest oder so und würdest da eine Tour durchlegen, dann wäre das ungefähr das, was du auf dem Appalachian Trail vielleicht hast. Und das ist beim PCT ein bisschen anders. Der PCT ist mal länger mit 4200, der AT ist nur 3,5 und du hast ganz unterschiedliche Klimazonen und auch von der Landschaft her ist ganz, ganz unterschiedlich. Du fängst in Südkalifornien so wüstenähnlich an, dann gehst du so in der Sierra Nevada in Zentralkalifornien so ins Hochgebirge mit verschneiten Pässen bis 4000 Meter Höhe und kommst dann später so ins Mittelgebirge nach Oregon und dann hinten raus, sag ich mal so,
wie nennen sie das, Temperate Rainforest. In Washington wird es dann halt wieder auch wieder waldiger, aber auch wieder gebirgiger und das Wetter wieder ein bisschen harscher auch. Vielleicht so eher so wie bewaldete Teile von Norwegen oder so. Und da hast du einfach mehr und der Trail ist halt ziemlich offen. Also während man halt beim AT sagt, dass das ein Tunnel ist, ein grüner Tunnel, der Trail, sagt man halt vom PCT, dass every day is a postcard. Also jeder Tag ist wie eine Postkarte. Und das kann man schon unterschreiben. Die sind halt von der Logistik und von der Art und Weise, wie man die läuft, sind die schon ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen spricht den einen auch der PCT mehr an und den anderen halt vielleicht der AT. Beim Appalachian Trail, der Vorteil ist halt einfach, Robert, wenn du den morgen laufen wolltest, könnte ich dich morgen rüberschicken mit dem Flugzeug, ja. Würde dir ein bisschen Zeug aus meinem Ausrüstungsfundus geben und du würdest den erfolgreich laufen können, wenn du Bock drauf hast. Ja. Beim PCT geht es wahrscheinlich nicht so. Du meinst, also ich habe das Buch ja gelesen, also ich habe da schon ein bisschen Vorsprung gegenüber jetzt vielleicht jemanden, der das noch nie gehört hat oder sowas. Also beim Appalachian Trail bist du ja doch in einer dicht bevölkerteren, bevölkerungsreicheren Gegend unterwegs als beim PCT. Also das heißt, ja. Du hast doch mal eher einen Supermarkt in der Nähe als beim PCT, wo du dann vielleicht doch mal einen Tag irgendwie zum Einkaufen vom Weg abkommen musst oder sowas, richtig? Ja, genau. Also das ist beim AT einfach die Sache. Du hast in den allermeisten Fällen ist die Zivilisation brutal nah. Du merkst es nicht. Du bist ja im Wald, du bist hinter einer Bergkuppe. Das kann sich anfühlen, als wärst du irgendwo in Nordalaska oder so. aber letzten Endes kannst du immer relativ kurzer Zeit irgendwo sein. Und die Versorgungsabstände, das ist auch so eine Sache, die sind auch immer relativ kurz. Also in allermeisten Fällen kannst du alle 3 bis 4 Tage maximal kannst du Essen tanken. Gibt da 1-2 Ausnahmen, wo du dann halt doch mehr Essen tragen musst. Aber normalerweise hast du nie viel Essen hinten drin. Dann hast du dann immer eine sehr gute Wasserversorgung. Dann hast du noch einen Vorteil, dass auf dem Appalachian Trail alle 10 bis 15 Kilometer eine Schutzhütte ist. Das sind so Hütten, die sind nach 3 Seiten geschlossen mit einem Dach oben drauf und da kannst du dich halt reinlegen. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn Pisswetter ist, musst du nicht bei strömendem Regen dein Zelt aufbauen, sondern du legst dann halt einfach deine Isomatte in diese Schutzhütte rein und pennst, ne, zusammen mit anderen Hikern. Und das macht sie einfach von der Logistik in vielen Bereichen deutlich leichter. Da musst du auf dem PCT schon ein bisschen mehr Vorplanungsarbeit leisten. Hast du das dann auch? Also sie schreibt da von ihren Erfahrungen mit diesen Boxen, die sie dann von Postamt zu Postamt weiter nach vorne schickt. Hast du das auch gemacht oder hast du irgendwo anderen Support? Also es gibt 2 unterschiedliche Arten von Boxen. Es gibt die sogenannte Bounce Box. Das ist diese Box, die du dir von immer weiter schickst, also die von heißt Postamt zu Postamt. Genau, die heißt Bouncebox. Bounce heißt ja hüpfen, also weil die hüpfst du wirklich von Postamt zu Postamt. Das ist eine ganz spannende Sache, weil du die teilweise auch kostenlos weiterschicken kannst. Wenn du sie nicht aufmachst, schickst du einfach kostenlos weiter. Also du stellst jetzt fest, die Batterien, die du dir jetzt an das Postamt geschickt hast für deine Stirnlampe, brauchst du an sich noch nicht. Lässt es einfach weiterspringen. Nee, was ich aber schon gemacht habe, zumindest auf dem Pacific Crest Trail, ist, ich habe mir hin und wieder Lebensmittelpakete selber geschickt. Auf dem AT bin ich komplett ohne Boxen ausgekommen, würde aber, wenn ich jetzt nochmal laufen würde, auch an dem einen oder anderen Ort mir eine Lebensmittelbox hinschicken, einfach um ja, eine bessere Auswahl zu haben. Was gab es dann in dieser Box so zu essen, Oma? Also nur Gummibärchen, Erdnuss, Butter und Nutella, oder? Ja, ich bin ein ganz großer Nutella-Fan, auch wenn es jetzt hier Schleichwerbung für Ferrero ist. Und wir brauchen da nicht schleichen, das ist... Also ich bin Nutella-Fan. Und habe auf jeden Fall immer Nutella drin gehabt. Ich habe auch oft Erdnussbutter drin gehabt. Ein Nachteil, den diese Box hat, ist halt einfach, du kannst erstmal keine verderblichen Sachen reinmachen. Ne? Also musst immer gucken, was du reinpackst. Aber für mich war zum Beispiel mein Frühstück, waren in der Regel Tortilla-Fladen. Die kannst du mit Nutella bestreichen, mit Frischkäse, mit Salami belegen, mit Käse belegen. Du kannst irgendwie auch Käse reinmachen und so ein bisschen übers Feuer halten, dass dir der Käse wegschmilzt. Alles sehr lecker. Das war immer so meine Mahlzeit für Frühstück und Mittagessen. Ich habe dann so Fertignudeln, und zwar nicht die gefriergetrockneten vom Globetrotter oder so. Das kannst du dir nämlich auf die lange Tour nicht leisten. Sondern ich habe mir so ganz normale so Fertignudeln, die du auch bei uns jetzt hier in Deutschland kriegen würdest. Ja. Ne? Gibt es halt da drüben auch zig Marken. Und dann kaufst du dir da halt ein paar Beutel und dann machst du noch ein bisschen Thunfisch mit dazu.
ein bisschen Hartkäse, ein bisschen Salami, haust noch ein paar Snickers rein, weil es ist auch wieder so eine Sache, du kannst natürlich immer mit so teuren Energieriegeln fahren, wo du dann, weiß nicht, $1,50, $2 irgendwie fürs Stück zahlst, oder du nimmst halt irgendwie den Family Pack Snickers, wo sich dann das Snickers irgendwie 80 Cent kostet, und rein von Eiweiß, Zucker, Kalorien ist das in Anführungsstrichen dasselbe. Oh, na dann. Nee, so Sachen habe ich dann da reingemacht, ja. Wie viel Kilo hast du zugenommen, wenn ich das höre? Ja, das ist das Geilste eigentlich an so einem Weitwanderweg. Also ob das jetzt der AT ist oder der PCT. Du kannst fressen, was du willst, und du wirst abnehmen. Weil du hast nicht die Möglichkeit, die Kalorien, die du, sag ich mal, in so einer Trailwoche verbrauchst, wenn du draußen im Wald bist, du kriegst es nicht hin, diese Kalorien adäquat in deinen Rucksack zu packen. Okay. Also zumindest für ein PCT ist es so, dass du so 4.500 bis 5.000 Kalorien am Tag verbrauchst. Und das ist richtig schwer zu essen. Also das könnt ihr euch zu Hause auch mal durchrechnen. Da musst du richtig viel essen. Und das ist nicht so einfach. Und dann diese Kalorienmenge, also selbst wenn du das hinkriegst mit dem Essen. Ich krieg das Essen hin, aber das Verbrennen, da habe ich meine Probleme mit. Nee, aber diese Kalorienmenge im Rucksack zu haben, ist echt schwierig. Und deswegen ist es so, dass du in aller Regel erstmal eine Kalorienschuld eingehst in der Woche, wo du draußen bist. Und du kommst dann in eine Ortschaft rein, wo du zum einen mal duschen willst, wo du zum einen mal deine Wäsche waschen möchtest, wo du zum einen mal Lebensmittel für die nächste Woche vielleicht kaufen musst und wo du zum anderen dir mal einen Ranzen anfressen darfst. Ne? Das heißt, man ist, wenn man sich als Thru-Hiker einigermaßen ordentlich verhält, immer auch ein sehr gern gesehener Gast in den Gasthäusern da, weil du bestellst brutal viel, du isst das alles weg, du bist total glücklich und du gibst in der Regel auch ein ordentliches Trinkgeld. Also das ist, was ich meine mit gut erzogener Weitwanderer, wenn du halt einfach auch, ja, normal Trinkgeld gibst. Und wir sind einfach so ein Weitwanderer, so ein Thru-Hiker, wir sind einfach extrem glücklich, wenn wir einfach mal Burger und Pommes haben dürfen, ne? und nicht eine Tütensuppe essen müssen. Kann ich verstehen. Jetzt, ich weiß gar nicht, wer es war, ich glaube Scott Jurek? Der hat den AT-Rekord gebrochen, ja. Ja, genau, der ist das Ding ja in 40 oder so, oder 43 Tagen gelaufen. Was hast du denn den ganzen Rest gemacht? Ja, Party natürlich. Okay, also man kann das Ding in 43 Tagen machen und den Rest, wenn man es ein bisschen gemütlicher angeht, dann noch. Ja, also ich hab so in 125 Tagen gemacht, ja. Und das ist auch schon eher ein Tick, auch eher schnell. Also normalerweise... Das bedeutet dann wie viel pro Tag? Ich glaube, das sind so 25 pro Tag oder sowas. Was jetzt eigentlich, würde ich mal sagen, geht von der Distanz her. Das geht, ja. Also vor allem, weil man sich auch einläuft. Ne? Also es gibt viele Leute, die sich gerade am Anfang von so einem Trail echt Gedanken machen, wie diese Kilometerleistung auch überhaupt zu schaffen ist. Also egal, ob das jetzt die 3.500 oder 4.200 sind, weil das einfach eine brutale Distanz ist. Aber es ist so, dass du dich ziemlich eingroovst. Ne? Also ist ja auch ein Luxus, den man da sportlich irgendwie hat. Ne? Also wenn du überlegst, du bist ein Trailrunner, wenn du überlegst, ich würde dir jetzt die Möglichkeit geben, das nächste halbe Jahr jeden Tag laufen zu gehen. Ja. Und zwar dir das als Job zu verpassen. Also nicht so, dass du sagst, du gehst jetzt morgens mal irgendeine Runde laufen und machst dann low, sondern wenn du echt sagst, nee, du läufst aber jetzt jeden Tag einen Marathon oder so. Da kannst du davon ausgehen, wenn du nicht kaputt gehst während der Zeit, dass du dann brutal fit rauskommst. Und vermutlich, ja. Und das ist genau das, was auf dem Trail auch passiert. So nach 1 bis 2 Monaten hast du deine sogenannten Trail Legs und dann drückst du die Kilometer halt echt ziemlich brutal raus, ja. So Oberschenkel. Ja, die Waden sind nicht schlimm. Also auf dem AT war das so, da war ich ja 29, ne, und war schon ein bisschen antrainiert auch. Und ich habe da brutale Waden bekommen. Ich bin da teilweise von Leuten angesprochen worden, ob ich irgendwie eine Sportverletzung hätte, die Waden wären geschwollen. Ne? Und waren sie aber nicht, sondern die waren einfach nur gut durchtrainiert. Es gibt ja dieses Sprichwort oder diese Aussage, wie isst man einen Elefanten? Stück für Stück. Also so würde ich es jetzt mal umschreiben. Also, ich kenne es auch, der Chefredakteur vom Trail-Magazin, der Dennis Wischnewski, der hat das ja jetzt auch gemacht. Der wollte ja von München nach Istanbul laufen, ist dann, glaube ich, bloß bis zur türkischen Grenze gekommen, wegen dem Putsch. Aber er hat trotzdem quasi jeden Tag einen Marathon abgerissen oder eigentlich mehr als ein Marathon teilweise, glaube ich schon. Also es ist schon beeindruckend. Es war auch sein Lebenslauf. Ich freue mich jetzt auch schon auf sein Buch.
Und man hatte da schon eine ganze Menge dann auch zu erzählen. Aber dieses Erlebnis oder dieses Einteilen finde ich schon klasse. Dieses eigentlich, so wie es die Christina Thürmer auch beschreibt, sie war eigentlich so eher die Bürofrau mit nicht viel Training oder sowas. Und dann kommt das mit der Zeit. Ja, das, also das finde ich bei der Christine, finde ich das aber auch sensationell, weil sie einfach so auf den ersten Blick überhaupt nicht dem entspricht, was sie da eigentlich macht. Ne? Und das, die schaut halt ganz, ganz normal aus. Also, und wenn du dir einfach diese langen Distanzen anguckst, die sie da gelaufen ist, ne? Und die ist ja eine Triple Crownerin. Die ist ja neben dem Appalachian Trail und dem Pacific Crest Trail noch den Continental Divide Trail gelaufen, von Mexiko nach Kanada auf dem Rücken der Rocky Mountains mit über 5000 Kilometer. Und wenn du die anguckst, dann denkst du dir einfach, nee, das macht die nicht, aber das macht die. Und die macht noch, und die hat ja eine Trail-Vita, ne, die ist brutal. Und die sucht sich auch, das finde ich auch ganz interessant, die sucht sich jetzt, wo sie die amerikanischen Sachen gemacht hat, sucht die sich halt immer irgendwelche Projekte raus, wo sie sagt, oh, ich laufe einmal quer durch Ungarn. Ne? Kann man schon mal machen. Da gibt es auch was, das kennt keine Sau, ne? Mache ich jetzt mal mit über 1000 Kilometern und kommt dann auch wieder mit ganz, ganz tollen Erfahrungen zurück. Ja? Also die Christine, die ist schon, ich habe die leider wirklich noch nie in Person getroffen. Das tut uns. Sie war jetzt vor kurzem, glaube ich, erst in Oberstdorf. Ach. Zu den Wandertagen dort. Salz in meine Wunden, echt. Ja, als Familienvater mit zwei Kindern. Nee, also ich kenne die Christine schon seit per E-Mail, schon seit Ewigkeiten, weil auch diese US-Thru-Hiker-Gemeinde oder diese US-Trailwander-Gemeinde, das ist schon ein kleiner, verwobener Haufen. Und man kennt dann schon rechts und links viele Leute, sag ich mal, über das Internet und kommt in Kontakt. Und ich habe mit der Christine immer relativ früh schon Kontakt aufgenommen, weil die halt so viel gelaufen ist. Die ist letzten Endes mit mir gestartet. Die hat, glaube ich, ihren ersten Thru-Hike auch 2004 gemacht. Die hat dann nur letzten Endes ist mehr und häufiger unterwegs gewesen. Ich habe immer ein bisschen länger gebraucht und habe dann ja auch irgendwann aufgehört zu laufen. Und die Christine war für mich immer so der Anlaufpunkt, wenn es darum geht, wie lange hält denn so eine Leichtwanderausrüstung. Ne? Da habe ich einfach mal die Christine gefragt, Christine, wie lange hast du bei dir gehalten oder was hast denn du da genommen? Und dann sagt die halt einem, ja, bei mir ist das halt irgendwie nach 120 Nutzungstagen ist das verreckt. Ne? Und das ist bei der Ausrüstung auch immer so eine spannende Sache, wenn Thru-Hiker dann sagen, naja, mehr als ein halbes Jahr hält es nicht. Ne? Das hört sich dann so an, so, ja, aber ich habe da noch Mörderkohle für bezahlt. Nach einem halben Jahr ist das kaputt. Aber es ist halt ein halbes Jahr Dauernutzung. Und wenn du dieses halbe Jahr Dauernutzung auf so eine normale Nutzung von so einem Normalbürger runterbrichst, der vielleicht mal seinen Jahresurlaub irgendwie trekkingmäßig verbringt, dann ist das halt ein Äquivalent zu irgendwie 8 bis 10 Jahren Trekkingnutzung. Ne? Mhm. Und von daher war das für mich immer sehr interessant, die Christine auch mal anzuhauen und zu sagen, Christine, was ist mit dem Rucksack, was ist mit dem Zelt? Ne? Und selbst wenn sie es selber nicht genutzt hat, man sieht halt auf diesen Trails halt auch unheimlich viele andere Leute mit unterschiedlichsten Ausrüstungskonfigurationen. Und dann fragst du halt irgendwie nach 3/4 vom Trail mal, die Schuhe, taugen dir was? Nee, taugen nix. Oder das Zelt, ja, würde ich nochmal nehmen. Oder nee, das nächste Mal nehme ich für so einen Trail was anderes. Also man kann da letzten Endes jetzt nicht nur aus den eigenen Erfahrungen dann schöpfen, sondern auch letzten Endes aus dieser Trail-Community ganz viel rausziehen, wenn man offen dafür ist. Wir hatten vorhin schon mal die Christina Thürmer. Christine Thürmer, Entschuldigung. Die hat ja den Trail-Namen German Tourist. Deiner ist Sauerkraut. Meiner ist Sauerkraut, ja. Wie ist es dazu gekommen? Ich war auf dem Appalachian Trail unterwegs und war schon, glaube ich, 10 Tage ohne Trailname. Und das ist für einen Thru-Hiker ist das schon wichtig, dass der irgendwann mal so ein Trailname hat. Thru-Hiker bedeutet einer, der wirklich den kompletten Lauf will. Also nicht bloß einen Teil, sondern wirklich genau. Am Stück durch. Wenn du nur einen Teil läufst, dann bist du ein Section-Hiker. Und wenn der Teil relativ kurz ist, wenn du nur an einem Wochenende unterwegs bist, dann bist du so ein Weekend-Warrior. ja, genau. Also wenn du von A bis Z läufst, dann bist du ein Thru-Hiker. Und Thru-Hiker wollen eigentlich, also wenn sie ihren ersten Trail laufen, die wollen auch irgendwann so ein Trail-Name haben. Das ist so eine kulturelle Geschichte. Das braucht es einfach. Ne? Und ja, es normalerweise funktioniert es halt so, oder es gibt zwei Wege, einen Trailname zu bekommen. Du suchst ihn dir selber aus, weil du denkst, oh, ich nenne mich jetzt irgendwie Hiking Hero, ne, oder sowas.
Oder du wartest halt, dass auf dem Trail irgendwas passiert, wo du halt von irgendjemandem dann deinen Trailname kriegst. Und so ist es bei mir gelaufen. Ich lag in so einer Schutzhütte mit in einer größeren mit irgendwie 10 anderen Leuten. Und da waren zwei ältere Damen dabei, die auch vorhatten, zu wandern. Und die haben dann irgendwann mal gesagt, die lagen schon in ihren Schlafsäcken und hatten ihre Wasserflasche draußen vergessen. Und die haben dann nur gesagt, hey Crowd, hol es mal. Dann habe ich nur gesagt, Ladies, also das ist ja mal hier fieseste Zweite Weltkriegs-Slang. Ne? So habt ihr Amis und die Nazis genannt. Ne? Und ganz ehrlich, das ist weit vor meiner Zeit. Das brauchst du jetzt eigentlich nicht. Ne? Und da haben sich auch entschuldigt, haben gemerkt, dass sie da wohl irgendwie so eine Grenze überschritten hatten. Aber dann kam irgendwo aus der Ecke von diesem Shelter, von dieser Schutzhütte aus dem Schlafsack, ja, warum nennen wir dich da nicht Sauerkraut? Ne? Kraut können wir dich nicht nennen, warum nennen wir dich nicht Sauerkraut? Das ist doch das, was ihr Deutschen am meisten esst, oder? Dann habe ich gesagt, ja, genau. Und seitdem laufe ich als Sauerkraut durch die USA. Sehr cool. das ist ja doch schon eine Weile her. Zur Triple Crown. Crown fehlt jetzt noch der... Continental Divide Trail, ja. Ja. Kriegst du davon deine Familie frei für oder machst du den dann erst, wenn du quasi, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Also ich würde frei für bekommen, wenn wir das, also wenn ich irgendwie eine Lösung finde, wie wir das halt einfach so familiär und finanziell irgendwie klären können. Ganz realistisch ist aber so, dass meine Präferenzen sich diesbezüglich ein bisschen verschoben haben. Also ich will diesen Continental Divide Trail auf jeden Fall laufen, der zieht wie Sau. Ich muss den auch noch machen, aber nicht jetzt. Kinder sind jetzt gerade so jung, da passiert bei denen so viel. Wenn ich mal eine Woche oder zwei weg bin, was ich hin und wieder noch mache, nach Hause komme, dann haben die sich schon wieder entwickelt. Das ist einfach eine Phase im Leben meiner Kinder, die ich nicht verpassen will, wo ich mir nicht vorstellen kann, ein halbes Jahr weg zu sein. Aber die Kinder werden größer werden und die werden irgendwann so alt sein, dass ich mir das vorstellen kann, weg zu sein. Und dann werde ich das sicher auch machen. Und das Gute ist, dass einfach leichte Ausrüstung mich dann auch in fortgeschrittenem Alter befähigen wird, das machen zu können. Und es wird ja immer leichter alles. Ja, es wird immer leichter und... jetzt muss es noch haltbarer werden und dann... Ach, haltbar genug ist es eigentlich, ne? Also... Immer wenn diese Debatte aufkommt mit Leichtausrüstung und dass die nicht lang hält, dann frage ich mich halt auch echt immer, was die Leute, die das bemängeln, was die auch mit ihrem Zeug machen. Ja? Also das ist letzten Endes so, man muss ja gucken, man sollte halt für eine Sportart, die man macht, ne, und wenn ich jetzt einfach sage, dieses Weitwandern ist eine Sportart, sollte man halt adäquates Sportgerät haben. Ne? Und wenn ich halt zu einem Downhill-Rennen mit einem Rennrad erscheine, dann habe ich ganz offensichtlich was falsch gemacht, ne? Oder umgekehrt. Ne? Und so ist es letzten Endes beim Weitwandern auch. Ne? Wenn ich halt mit einer klassischen Trekking-Ausrüstung ankomme, wo mein Grundgewicht irgendwie zwischen 15 und 20 Kilo liegt, dann kann das halt bei einer 2-Wochen-Tour ganz gut funktionieren und kann auch Spaß machen unter Umständen. Auf so einer Weitwandertour wird es dann einfach zu einem Tourenabbruch führen. Was hast du da immer mit, also so gewichtsmäßig? Also mein Basisgewicht ist noch relativ schwer, wenn wir jetzt über ultraleichte Ware sprechen. Ich liege so bei 6,5 bis 7 Kilo Basisgewicht. Basisgewicht ist alles, was du im Rucksack mit dir führst, außer Lebensmitteln und Getränken. Weil das Verbrauchsmaterialien sind, ist ja ein Unterschied, ob du jetzt eine Wochenendtour machst oder eine 2-Wochen-Tour, wo du für 2 Wochen Lebensmittel schleppst. Und deswegen rechnen wir eigentlich die Lebensmittel erstmal mal raus, damit die Gewichte vergleichbar sind. Nee, Getränke und sowas ist klar, denke ich. Aber jetzt so ein Rucksack, der wiegt ja an sich eigentlich schon mal eine Menge, oder? Ja, das kann katastrophal sein. Also es ist so, dass ich habe das auf meinem Blog, auf dem Fastpacking-Blog, habe ich das 2-3 Jahre mal ausgewertet. Da habe ich mir einfach vom Globetrotter das Rucksackangebot angeschaut, weil der Globetrotter einfach ein brutal gutes Angebot an Rucksäcken hat und hat mal geguckt, wie sieht es bei den Trekking-Rucksäcken aus, was wiegen die denn eigentlich so? Und weil der Globetrotter für mich auch immer so ein bisschen repräsentativ war für das, was so der deutsche Trekker draußen mit sich rumträgt, und habe dann festgestellt, dass der, wenn man das mitteln würde, dass der Standard-Trekking-Rucksack 2,6 Kilo wiegt und 60 Liter Volumen hat über den Daumen. Bei 200 Euro oder so. Diese 2,5 Kilo oder die 2600 Gramm,
Das ist das Mittel. Das heißt, es gibt Leute draußen, die mit Rucksäcken rumlaufen, mit Trekking-Rucksäcken, die 70 Liter haben und 3,5 Kilo wiegen. Mhm. Es gibt aber auch 4 Kilo Rucksäcke. Also da reden wir von Leergewicht. Ja. So wie ich den auf den Rücken nehme. Und mein Rucksack zum Beispiel, den ich auf der erfolgreichen PCT-Wanderung in 2008 dabei hatte, der hatte ein Leergewicht halt von 700 Gramm. Hm. Ja, das heißt, ich habe da fast zwei Kilo eingespart gegenüber einem Standardrucksack. Und diese Einsparung von 2 Kilo, die hört ja beim Rucksack nicht auf. Da gibt es ja noch andere Ausrüstungsgegenstände, die man, sage ich mal, von traditionell in leichter tauschen kann, wo man einfach sagen kann, wir haben am Ende zwischen zwei Rucksäcken unter Umständen 6, 7, 8 Kilo Gewichtsunterschied. Und das ist halt was man merkt. Ne? Das ist ja quasi wie mit dem Bauch. Wenn er da ist, merkt man das berghoch. Wenn er nicht da ist, merkt man es, ja, dass es leichter wird. Ja, genau. Definitiv. Mhm. Ja, sehr cool. Was empfiehlst du den Teilnehmern? Also da schwören ja so diese ganzen kuriosen Sachen wie den Stiel von der Zahnbürste absägen und solche Scherze. Hast du das auch gemacht oder bist du da nicht ganz so extremistisch unterwegs? Nee, ich bin da nicht so extrem unterwegs. Ich habe mal eine abgesägte Zahnbürste benutzt, weil es die kostenlos gab und ich gerade eine gebraucht habe. Normalerweise nehme ich immer eine normale Zahnbürste mit, weil es einfach praktikabler ist. Also probier das zu Hause mal selber aus. Säg dir mal ab und putz dir mal die Zähne und frag dich, macht es Spaß oder macht es keinen Spaß? Und auf der anderen Seite muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Also diese Absägerei von den Zahnbürsten, das ist für Leute interessant, die wirklich das drauf anlegen mit dem Gewicht. Mhm. Und da reden wir aber dann für so eine Tour wie ein PCT nicht mehr über Basisgewicht von 6,5 Kilo, sondern das sind dann Leute, die unter 3 Kilo liegen. So Leute machen das. Also das sind quasi die Top-Sportler, also die Extremathleten in dieser Sportart, in Anführungsstrichen, die sowas machen. Wenn man jetzt einfach nur ambitionierter Amateur ist, sage ich mal, dann braucht man das nicht machen. Man spart zwar, wenn man die Zahnbürste halbiert, 50% des Zahnbürstengewichts ein, das ist richtig, ne? Also relativ viel. In absoluten Zahlen sind es halt 8 Gramm. Ne? Ja. Da gehe ich lieber Haare schneiden. Ja, oder ein Kumpel von mir, der dieses Leichtgewichtsthema so überhaupt nicht annehmen möchte, der sagt immer, Mai, da gehe ich halt morgen einmal richtig scheißen und dann ist das auch wieder weg. Ne? Ja. Sehr gut. Meinst du, dass der jetzt, also du bist 2004 bin ich den Appalachian Trail gelaufen. Ja. Ich habe 2006 den PCT versucht und bin nach 1000 Kilometern, musste ich aufhören, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte und notoperiert worden bin drüben. Mhm. Ich das nicht rausgefunden habe, dass das ein Bandscheibenvorfall ist und einfach mal das gemacht habe, was Weitwanderer machen, wenn ihnen irgendwas wehtut. Sie laufen einfach weiter. Okay, kenne ich. Und genau, es ist, ja, und dann bin ich 2008 habe ich dann nochmal versucht im PCT und habe dann auch ganz geschafft, von Anfang bis Ende. Meinst du, dass jetzt haben wir 2016, das sind 8 Jahre, wesentlich mehr los ist? Ich denke mal, es total ist halt viel. Doch bekannter geworden alles. Hat sich das geändert dort? Also du bist ja in der Szene immer noch drin, denke ich. Ja, also es hat sich schon ein bisschen verändert. Also grundsätzlich kann man sagen, der Weg ist nicht hässlicher geworden. Ja, also klar, aber es ist halt die Frage, so dieses, ist das jetzt so der Ballermann des Wanderers? Nee, das nicht, auch wenn es immer so aussieht. Man muss einfach sagen, für so eine Strecke von 4200 Kilometern musst du dir ein halbes Jahr freinehmen. Das können viele. Macht nicht jeder. Das kann nicht jeder von der Zeit her, das kann nicht jeder von Finanzen her oder vom allgemeinen Lebensumfeld. Das heißt, das können nicht so viele machen. Und selbst die vielen, die es machen können, die werden dann unter Umständen zwischendurch feststellen, dass es doch nicht so das ist, auf was sie Bock haben. Ne? Also mit so einem Weitwanderweg ist natürlich auch eine schwierige Sache. Man plant es so zu Hause am Computer, ne, und geht mal auf eine Wochenendwanderung oder läuft mal eine Woche, ne, und denkt sich so, wie das so alles sein wird. Und es kann dann aber schon sein, dass du irgendwie so nach einem Monat sagst, ich habe die Nase voll, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ne? Oder kann auch sein, und dass natürlich das Physische dann auch. Ja, das Physische. Also es gibt zwei Sachen, ne, die, wo man halt drauf achten muss. Das eine ist wirklich das Psychische ist so eine Sache. Ne, habe ich überhaupt noch Bock? Ne? Muss ich nach 2 Monaten und irgendwie 1200 Kilometern noch irgendjemandem beweisen, dass ich wandern kann? Ne. Ne, muss ich mir was beweisen oder reicht es das?
Da muss man halt echt zusehen, dass man die Motivation selber irgendwie hochhält. Und da gibt es auch Tipps, wie man das hinkriegt oder Tipps, wie es halt schief gehen kann. Und die zweite Sache ist aber wirklich das mit dem Körper. Ne? Also man muss den irgendwie hegen und pflegen, dass er einem nicht kaputt geht. Weil die Belastung halt doch groß ist und es auch nicht am Anfang nicht so einfach ist, auf seinen Körper zu hören. Man kann auch wirklich die Maschine ein bisschen überdrehen, ne? Wenn man keine Ruhetage nimmt zum Beispiel. Ne? Und gerade am Anfang von so einem Trail sind so Ruhetage, ist dann immer so ein Tag, wo du keine Kilometer machst, wo du deinem Ziel nicht näher kommst, das noch so weit weg ist. Und wie soll ich denn das überhaupt erreichen, ja, wenn ich jetzt schon dauernd Ruhetage nehme? Aber ich vergleiche so ein bisschen wie mit einer Arbeitswoche, ne? Wenn wir... Das klingt ja auch so ein bisschen nach Projektmanagement beziehungsweise nach so Management-Seminar oder sowas. Ah, ich glaube, dass man da schon ganz, ganz viel, also auch wenn es um Zielerreichung geht, von diesen Trails lernen kann. Ne? Weil es schon so ist, wenn du die ganze Zeit nur an dieses große Ziel da denkst, ne, dann bauen sich unheimlich Ängste auf und dann sind ganz viele Sachen im Weg, die einen mental blockieren. Und wenn du einfach sagst, das ging bei mir dann relativ schnell zum Beispiel so, dass ich immer so wochenweise gedacht habe. Nicht, weil ich gedacht habe, ich muss das jetzt runterbrechen, dieses große Ziel, in kleinere Ziele. Aber das ist genau das, was passiert. Nicht, dass ich mir gedacht habe, ich muss das machen, damit ich das schaffe, sondern das war manchmal so ein ganz pragmatischer Ansatz. So, im nächsten Ort gibt es so und so deine, da gibt es angeblich die besten Cheeseburger auf dem ganzen Trail. Ne? Oder laut Handbuch, ne, gibt es da unheimlich gute Pancakes. Ne? Oder da musst du das und das gegessen haben. Oder der Mexikaner ist da gut. Ne? Und weil sich auf diesen Weitwanderwegen schon extrem viele ums Essen drehen, deswegen hat die Christine das mit Essen, Schlafen, Laufen auch ganz gut getitelt, schaust du dir echt häufig an, wo gibt es was Gutes zu essen, und das Ergebnis ist halt letzten Endes, dass du dieses große Ziel in kleinere Ziele runterbrichst. Welche Tipps würdest du jetzt, Rookie, also sag mal, ich entscheide mich jetzt, ich will das Ding laufen. Ich habe es finanziell geklärt. Ich komme irgendwie mal ein halbes Jahr weg. Wie würdest du mir dann die Abfolge, oder nicht Abfolge, sondern was würdest du mir empfehlen zu machen, vorzubereiten, damit ich das schaffen könnte? Also ich würde auf jeden Fall erstmal raten, mach dir nicht so viel Kopf. Also wieder, wenn es ums Projektmanagement geht, ne, es ist ein Riesenprojekt. Und da sind 385 Fragezeichen. Und da sind viele Sachen, die einem Angst machen. Ne? Wie ist das denn mit Bären, Klapperschlangen? Ne? Klappt es denn überhaupt mit dem Trampen in den nächsten Ort? Wie klappt es mit der Ausrüstung, wenn mir mal was kaputt geht? Also es gibt so viele Sachen, die einem Angst machen am Anfang. Und es löst sich alles in Wohlgefallen auf. Ja? Weil es haben andere Leute vor dir geschafft. Und es haben auch Leute geschafft, die unter Umständen viel weniger fit sind als du. Also von daher brauchst du dir diesbezüglich keinen Kopf machen. Das heißt, bewahr dir so ein bisschen eine Lockerheit. Ne? Das muss jetzt nicht in einem Planungskrampf ausarten. Du willst da drüben Spaß haben und den Spaß solltest du auch vorher schon haben. Also bleib da ein bisschen locker. Red mit Leuten, die es gemacht haben. Hol dir keine Ratschläge von Leuten, die sowas noch nicht gemacht haben. Ja. Und aber dann erzählen, wie du es zu machen hast. Weil es ist eine eigene Sportart, und Leute, die diese eigene Sportart noch nicht gemacht haben, die können da nicht wirklich was zu sagen. Also es ist so, als würde dir halt ein Rennradfahrer was vom Mountainbiken erzählen. Ne? Und der erzählt dir dann halt irgendwie, dass du irgendwie 8 Bar im Reifen haben musst, ne? Und der Mountainbiker hat halt irgendwie 2,5 drin oder so. Ne? Es ist was ganz anderes, und deswegen red mit Leuten, die es gemacht haben. Ja. Red mit Leuten, die es erfolgreich gemacht haben, also nicht die Tourenabbrecher, die sich toll vorbereitet haben und dann nach 2 Wochen nach Hause gekommen sind. Die haben alle ihre Gründe, aber red mit Leuten, die dir vorgelebt haben, dass das geht. Ja, und dann, wenn ich jetzt so eine Generalempfehlung habe, irgendwie was schon hilft, ist leichte Ausrüstung. Ist definitiv so. Also auch das Thema, was du quasi lehrst. Ja. Mit dem Thema Gewicht, das wird auch im Internet gerade so in meiner Zunft ziemlich kontrovers diskutiert. Das ist natürlich kein Selbstzweck, sondern... Also wenn du jetzt nur auf die Gramm schaust, dann landest du einfach in der falschen Ecke. Dann bist du unter Umständen auch zu leicht. Aber du sollst dir einfach ganz im Klaren sein, was du da machst. Der Großteil deiner täglichen Aktivität wird es Wandern sein. Und es wird dir definitiv leichter fallen, wenn der Rucksack leichter ist. Und das Equipment ist da.
warum musst du was Schweres mittragen, wenn es das leichte Teil genauso gut tut? Und in dem Fall ist es wirklich so. Jetzt, wir sind hier im Allgäu. Dort warst du quasi, sind es die Rocky Mountains? Nee, das ist... Also Mount Washington? Nee, also es gibt da mehrere Gebirgszüge. Es gibt ja die Sierra Nevada, es gibt das Kaskadengebirge, also die Cascades und so. Die Rockies sind noch ein bisschen weiter östlich. Die fehlen mir ja. Damisch. Was ist denn der Unterschied zwischen hier, Heimat quasi, und dort in den USA? Also jetzt mal abgesehen davon, dass hier überall Straßen und Wege sind und dort quasi wahrscheinlich tagelang auch mal nichts kommen können. Also in den USA ist grundsätzlich alles, also das ist jedenfalls mein Empfinden, und ich war jetzt auch vor ein paar Wochen zum Beispiel wieder in Wyoming, war da auch eben im Grand Teton Nationalpark. Die Grand Tetons ist auch so ein Gebirgszug. Das ist alles ein bisschen weitläufiger. Also es ist alles viel größer. Also ich habe immer so das Gefühl, die Gebirge da sind, auch wenn die hoch sind und teilweise richtig bergig und so, es ist alles so ein bisschen auseinandergezogen, während es hier alles in Europa oder in den Alpen ein bisschen zusammengeschoben ist. Also alles ein bisschen dichter beieinander ist. Und diese Weite, die macht es halt einfach aus irgendwie. Also zum einen diese Weite in den USA und einfach auch das Wissen, dass du unter Umständen manchmal auch mal 3 Tage oder 4 Tage von der nächsten Straße weg bist, ne, was du hier nie hast. Man muss aber auch fair bleiben. Eine Zeit lang war das in meinem Leben so, dass ich halt wirklich immer gedacht habe, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite vom Zaun. Und ich musste dann auch immer irgendwie weg. Ne? Also Deutschland war für mich nicht interessant. Ja. Die Alpen waren für mich nicht interessant, weil es alles zu nah war. Also ich musste mindestens mal irgendwie nach Skandinavien fliegen oder nach Großbritannien oder nach Irland oder halt in die USA, wo ich halt sehr viel war. Aber es gibt auch hier unheimlich viele schöne Flecken. Also es gibt auch, das habe ich mit den Kindern hier entdeckt. Wir waren jetzt irgendwie im Sommer waren wir mal hier an der Kiesbank, an der Iller zelten. Und es war eine abgelegene Kiesbank, wo du halt irgendwie mit dem Rad eine halbe Stunde wegfährst. Da ist in 500 Meter Umkreis sind bestimmt 25.000 Straßen. Aber wenn du da bist, fühlt sich das überhaupt nicht so an. Und es gibt ganz viele tolle Sachen in Deutschland, die man laufen kann. Und man muss jetzt nicht unbedingt ins Ausland. Irgendwann hatte ich das, glaube ich, schon mal in irgendeiner Episode erwähnt. Aber Deutschland ist schön. Ja, ja. Also es gibt auch man muss es nur finden und man muss vor allen Dingen auch rausgehen und es zulassen. Ja, und auch das ist vielleicht auch so ein bisschen ähnlich. Nicht mit Leuten reden, die Deutschland schlecht reden. Ja. Also nicht mit Leuten reden, die sagen, oh, die Pfalz, wie langweilig oder so, sondern. Kannst du gar nicht. Ja, genau. Es war jetzt nur so ein doofes Beispiel. Ja. Sondern Leute, die halt sagen, hey, die Pfalz, wie geil ist denn das? Das größte zusammenhängende Waldgebiet in Deutschland. Oder auch hier im Allgäu, ne, was du hier geile Sachen machen kannst. Ne? Und auch hier bei mir gerade um die Ecke. Man kann auf den Gründen hoch 25 verschiedene Wege hochlaufen. Ja. Ne? Und da sind Tobelwege dabei, die total geil sind. Da sind offene Sachen dabei. Wir haben hier, wenn es jetzt nicht der Gründen ist, wenn man in die Richtung geht, haben wir die Hörnerkette. Du kannst die Hörnerkette bis ins Kleinwalsertal laufen und dann die Sonnenköpfe zurück. Ich nenne es immer den Allgäu U-Turn. Das ist eine 70-Kilometer-Runde. Das kann man machen. Ach, das ist übrigens ein ganz toller Tipp von mir. Bin ich ein ganz großer Fan von geworden. Das habe ich nämlich mal gemacht vor ein paar Jahren. Du bist ja ein Trailrunner, ne? Mhm. Und du magst ja diese ganzen Ultra-Trails auch ganz gern. Ja? Die kann man super geil wandern. Und da kann man oder auch laufen, 70 Kilometer, das klingt jetzt nach einem netten Sonntagsausflug. Ja, ich hab diese 70 Kilometer habe ich an 2 Tagen gemacht. Hier im Rahmen vom Panorama-Marathon als Ultra-Trail angeboten wird, das sind 69 Kilometer. Und ich nenne es den Allgäu U-Turn, weil du halt wirklich so reinläufst und wieder rausläufst. Ne, den Teil von Oberstdorf bis Sonthofen bin ich ja schon als Schlussläufer mal gelaufen. Und du kannst in Sonthofen loslaufen, läufst dahinter, zeltest dann irgendwo und läufst am nächsten Tag zurück. Und das kannst du auch im Sommer, wenn du viel Tageslicht hast, wirklich als 2-Tages-Trekking-Tour machen. Ja, 2017, 2018, mal gucken, was da kommt. So, da es jetzt doch keine 15 Grad geworden sind und auch die Sonne irgendwie nicht rauskommen will und jetzt doch langsam frisch wird, ich muss mir das echt mal überlegen mit der Aufnahme im Winter, ob ich das nicht nach drinnen verlege und dann im Hintergrund einfach so in der Creambox einen Berg mache. Du musst dir einen Heizpilz mitnehmen. Oder das ist auch gut, ja. Oder, das wäre bestimmt von der Atmosphäre auch ganz nett, mach ein Lagerfeuer irgendwo.
Lagerfeuer. Okay, wollen wir mal gucken. Ich bin nächste Woche in Österreich und also in der Nähe von Salzburg. Mal gucken, ob wir das mit dem Lagerfeuer da hinkriegen. Dann werde ich mal die Leute da vorher informieren. Hast du eigentlich schon mal mit dem Matthias Kodym irgendwie Kontakt gehabt? Kommen wir gleich. Warte. Warte, siehst du mal. Jetzt kommen wir nämlich noch zu den Fragen, die ich dir gar nicht geschickt hatte. Ah, okay, das sind die Tricky-Fragen. Das sind die, also ich nenne es immer Quick-Fragen oder schnelle Fragen. Kurze Frage, du kannst antworten, was du möchtest. Ja. Die bekommt jeder Gast gestellt, einfach damit es ja, so ein bisschen vergleichbar ist, ja. Wer so in welche Richtung tendiert. Ja. Erstens, Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Berge, weil das Salzwasser so doof auf der Haut klebt. Man muss sich danach immer abduschen und das hat man nicht immer. Okay, ich schwitze in den Bergen, von daher da habe ich auch mein Salz. Also. Dann, wie würdest du deine Zeit auf einer einsamen Hütte am Berg verbringen, wenn du 3 Monate dort wärst? Ich würde viel zu lesen mitnehmen, würde aber zusehen, dass ich wahrscheinlich außenrum alles, was gipfelmäßig so in Sicht ist und wo man noch hoch wandern kann oder wo man vielleicht nur mal so kleine Kletterei hat, wo man ein bisschen die Hände zu Hilfe nimmt, dass ich mir das alles erarbeite. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Warum? Weiß nicht, ich komme jetzt einfach so aus dem Bauch raus. Ich habe das auf dem AT ein paar Mal gemacht, dass ich im Wald gezeltet habe und aber wusste, dass ein Gipfel relativ nahe ist und bin dann letzten Endes vor Frühstück mit meiner Ausrüstung schon da hochgeeilt, habe mich hingesetzt und habe mir dann einen ersten Kaffee bei Sonnenaufgang gegönnt und von daher habe ich mit dem Sonnenaufgang irgendwie eine ganz gute Verbindung. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf die Thru-Hiker. Die Thru-Hiker leben einen natürlichen Rhythmus, wenn die unterwegs sind. Und der sieht vor, dass du letzten Endes mit dem Sonnenaufgang unter Umständen schon aufbrichst, aber also zumindest mal aufstehst. Oft genug fängst du mit dem Sonnenaufgang auch schon an zu laufen. Ein Sonnenuntergang kriegt ein Weitwanderer nie mit. Wir pennen immer, wenn es 8 Uhr ist. Ne? 9 Uhr ist Hiker Midnight. Also Sonnenuntergang, nee, machst du nicht. Okay. Dein Gadget, welches in den Bergen nie fehlen darf, also ohne was bist du nie unterwegs? Ja, ist ein bisschen schwierig, weil du meinst also auch jetzt nicht nur die... Bei mir ist es zum Beispiel die Kamera. Die habe ich immer mit. Ach so, als Gadget, also elektronisch, genau, also auch. Elektronisch oder es können auch die Schuhe sein oder was auch immer. Also irgendwas, was du immer dabei hast. Kompass. Ja gut, also elektronisches Gadget. Ich habe immer ein Handy dabei, einfach um Hilfe rufen zu können hier in Bergen, wenn es denn notwendig ist. Und ansonsten, ich habe immer so ein ultraleichtes Windshirt dabei. Das finde ich eine ziemlich spannende Sache. Das sind so Shirts, das ist ganz dünnes Nylon-Material. Die wiegen so zwischen 70 und 80 Gramm und sind so eng gewoben, dass sie halt winddicht sind. Und wenn du gerade hier auch im Sommer mal an Höhe gewinnst, wird es ja ein bisschen kälter, dann kommt da ein bisschen der Wind. Auf einmal geht die Wolke vor die Sonne, auf einmal ist es zapfig kalt. Und so ein ultraleichtes Windshirt, das gibt dir so viel Wärme, das ist eigentlich ziemlich unglaublich. Und gerade wenn du ein bisschen vollgeschwitzt bist, oben am Berg ziehst du das drüber, super Sache. Also mag ich nicht ohne. Und dadurch, dass die in der Regel unter 100 Gramm sind, also weniger als eine Tafel Schokolade, verschmerze ich das. Nehme ich das immer gerne mit. Von was ist das? Also von welchem Hersteller? Ja, ich habe ein saualtes noch von 2006 von GoLite. GoLite gibt es so nicht mehr. Die sind irgendwann mal Konkurs gegangen. Die gibt es auch von ganz vielen anderen Herstellern auch. Mhm. Also von Montane zum Beispiel, mit denen arbeite ich ganz gern zusammen. Gibt die auch von Salomon, gibt die auch von Adidas. Ich bin mir sicher, wenn ich gucken würde, dass Essex das übrigens auch macht. Das hat jeder. Also gerade Läufer haben sowas auch häufig. Deine Top 3 Blogs oder Ressourcen für mehr Berge. Also was liest du gerne? Also ich gucke tatsächlich unheimlich gern bei der Christine Thürmer rein. Das ist einfach so, weil die unheimlich viele verschiedene Sachen macht und auch immer mal neue Sachen ausprobiert. Also gerade die Sache, die in Ungarn da gelaufen ist mit 1000 Kilometern, einmal quer durch Ungarn, fand ich einfach spannend. Und das Ausrüstungsfeedback finde ich immer wichtig, weil man da einfach mal sehen kann, wie lange halt so leicht Equipment auch hält. Weil die halt einfach so oft unterwegs ist, dass die halt immer, auch wenn die sich mal was Neues leistet, hat die relativ schnell immer so 100 Tage Dauernutzung drauf und kann man sich einfach toll angucken. Ich habe eine spanische Webseite, die ich mir unheimlich gern angucke.
Das müsst ihr dann noch schicken. Schick mir einfach den Link dann. Das ist von einem Spanier, mit dem ich 2006 auf dem PCT unterwegs war. Der hat es zu Ende laufen können, ich nicht. Und ich habe aber einfach im Nachgang festgestellt, dass wir so eine ziemlich ähnliche Ausrüstungsphilosophie haben und auch die Wege ungefähr ähnlich laufen. Und bin dann, weil er es vorgelaufen ist, in 2008 ist der in Nordskandinavien einen Trail gelaufen, in Nordkalottleden, dem bin ich 2009 nachgelaufen und habe festgestellt, der macht es wirklich so ungefähr wie ich. Also der kann auch die Kilometer so rausdrücken wie ich, wenn ich eingelaufen bin. Und ja, der hat jetzt auch schon wieder was gemacht, wo ich auch sage, das könnte ich auch mal machen. Ja. Achso, eine dritte Webseite brauchen wir noch, gell? Ja, wenn er... Dritte Webseite... Nee, kommt mir aus dem Stegreif jetzt keine. Wenn dir noch was einfällt, ja, gerne schicken. Ansonsten passt es aber. Was ansonsten, achso, ich bin sehr häufig im Trekking-Ultraleicht-Forum. Das ist zwar jetzt kein Blog oder keine Webseite von einem, aber das ist gerade für Leute, die halt auf leichtes Gewicht stehen, eine ganz gute Infoquelle. Das ist super. Was empfiehlst du gegen Bergweh? Also, du musst jetzt aus Versehen doch mal für ein halbes Jahr nach Hamburg. Vermisst die Berge, deine Heimat, den Gründen oder was auch immer. Was würdest du machen, um das Bergweh zu befriedigen oder entgegenzuwirken? Also ich finde tatsächlich Laufen gar nicht schlecht. Also Joggen, das finde ich gar nicht schlecht. Weil es auch, finde ich einfach gut. Das ist eine gute Alternative, hat was mit Laufen zu tun, nur dass es halt schneller ist, also mit Wandern zu tun. Ansonsten würde ich ganz frech von Hamburg aus einfach mal hin und wieder für eine Woche nach Skandinavien hoch, ne, weil Schweden und Norwegen dann doch ziemlich nah dran ist und dann würde ich mir das halt einfach in homöopathischen Dosen holen. Und als letztes noch, wen würdest du gerne mal hier im Podcast hören? Ich würde tatsächlich, glaube ich, den Matthias Kodym mal hören, von dem hatten wir es ja vorher ganz kurz. Ja. Der ist nach mir im PCT gelaufen, das ist ein junger Österreicher, der aber auch so in den Trailrunning-Bereich, in den Ultra-Bereich jetzt reingegangen ist, nach dem PCT. Ist das der jetzt quer durch Österreich gelaufen ist? Ja, die 3000 Kilometer oder was. Der hat da so ein paar Sachen verbunden. Der hat sich auch einfach dann eine ganz nette Tour rausgesucht und hat das gemacht. Und finde ich auch ganz spannend. Ist vielleicht für Vitamin Berge auch ganz spannend, weil du ja auch diese Schnittstelle zum Trailrunning einfach hast. Genau. Und der macht da auch Sachen. Nee, und das ist auch ein ganz netter, junger Kerl. Also. Ja. Wunderbar. Wenn jetzt jemand sagt, ich will mehr über den Carsten wissen, ich will meinen Rucksack nochmal um 500 Gramm leichter machen, ich will zu seinem Seminar, wie können die Leute dich erreichen? www.fastpacking.de und da habe ich so einen Reiter Kurse. Man muss aber nicht unbedingt zum Kurs kommen, also man kann mir auch so mal eine E-Mail schreiben. Ich beantworte nicht immer super zeitnah, muss ich dazu sagen. Aber jedem, der wirklich ernsthaft Lust hat, ein bisschen seinen Rucksack zu erleichtern oder der auch sagt, er kann sich das perspektivisch oder in naher Zukunft vorstellen, mal in die USA zu gehen, um da was zu laufen und da einfach ein bisschen Unterstützung will, kann man sich gerne melden. Wunderbar. So, dann danke ich dir. Ja. Dass du dir die Zeit genommen hast, gerne. Dass du noch nicht angefroren bist. Ein bisschen. Und genau, wir machen uns jetzt ein bisschen warm auf dem Rückweg. Vielen Dank, Carsten. Ja, und gerne. Vielleicht mal irgendwann wieder. Hoffentlich, ja. Ciao. Danke, dass du bei dieser Episode des Vitamin Berg Podcast dabei warst. Alle Links, die Mitschrift und ein paar Bilder sowie das Video findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/012. Wenn dir Vitamin Berge gefällt, freue ich mich über dein Like auf Facebook, Twitter oder Instagram und eine Bewertung bei iTunes. Gerne hinterlasse auch dein Feedback zur Episode, um den Vitamin Berge Podcast noch besser zu machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.